Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Cäsar 4. Beim letzten Mal haben wir die Stadtmauern hier hochgezogen in Moguntiacum. Und wir haben ziemlich viele Equities verloren, warum auch immer. Wir haben deshalb erstmal die Bezahlung für die hochgesetzt, damit wir hoffentlich gleich wieder mehr Equities bekommen. Denn Wohnraum ist genug für sie vorhanden, aber sie ziehen halt leider einfach zu wenig ein. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Wollen wir es hoffen. Wir bekommen gerade ganz schön viel Geld. Schauen nochmal auf die Wertungsberater hier gerade. Der kulturelle Standard in unserer Stadt Kultur muss ist aber verbessert deutlich werden. Zu wenig. Kultur steigt allerdings, weil sie Zugang haben. Wohlstand stagniert und Sicherheit ist katastrophal. Ich würde mir ganz gerne jetzt mal einen Stadthalter anwesen können. Hier gegenüber der Götter. Für den nächsten Gott, nämlich uns. So, und dann können wir uns nämlich auch ein Basilika holen. Noch ein bisschen mehr für Recht zu sorgen. Passt hier auch noch gut hin. So, Magistrat wird benötigt. Der sollte aber eigentlich vorhanden sein. Im Gegensatz zu den Equities. Recht wird gesprochen. Sehr gut. Wir können natürlich nochmal ein weiteres Forum irgendwo setzen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt einfach daran liegt, mit der Sicherheit, dass wir schon wieder eine Bedrohung vor uns haben. Ich könnte es mir vorstellen. Naja. Wohlstand nimmt schon wieder ab. Entwickelt sich mit Brunnenwasser? Warum habt ihr denn kein Brunnenwasser? Möglicherweise auch Grund der Tatsache, dass wir zu wenig EQTs haben, ne? Verlieren Brunnenwasser. Nicht so ein Quatsch. Es schneit wieder. Damit sollte allerdings auch der Brunnen zufrieren. Es gibt keine Reservoirs in der Nähe. Warum das denn nicht? Dann bringt uns das hier auch nichts. Ist hier noch das Reservoir nah genug? Aber ich kann ihn hier schon wieder nicht hinsetzen. Na egal, was soll's. Entwicklung, Entwicklung. Zieht alle fleißig ein. Dann funktioniert auch wieder alles. Wir haben Sicherheit immer noch katastrophal. Wohlstand steigt. Arbeitslosigkeit steigt leider auch. Für die Plebejer. Equities nicht. Wohlstand wird besser. Sehr schön. Kultur ist jetzt auch in einem wir müssen akzeptablen uns mehr Bereich. Um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Wohlstand und Sicherheit. Wir müssen. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Arbeitslose Plebejer 600. Wir nehmen jetzt einfach mal diese beiden hier einfach weg. Dann haben wir nicht weniger arbeitslose Plebejer, so einfach geht das. Und hoffentlich dadurch auch ein bisschen mehr Sicherheit demnächst. Weil die dann natürlich nicht. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Germanische Bedrohung kommt. Oh, ist schon da, tatsächlich. Okay. Dann müssen wir wieder unsere Truppen holen. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen. Sieht schon wieder so viele aus. Aber sind das die Plebejer? Ja. Nicht vergessen. Das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. So viel Arbeit haben wir leider nicht für die Plebejer, als dass wir alle hier versorgen könnten. Deshalb sollen sie doch ihr Glück in einer anderen Stadt hier suchen. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwo gebraucht werden. Vielleicht in der Stadt, die wir als nächstes betreuen werden. So, jetzt haben wir natürlich immer noch das Loch in der Mauer. Beim letzten Mal reingerissen habe, damit meine Truppen hier auch irgendwie rauskommen, trotz geschlossenem Tor. Das könnte natürlich jetzt zum Verhängnis werden. Ich hoffe nicht, aber wir werden es jetzt gleich erleben. Ja,
Soldaten hier sind auch schon die ganz Leute nervös. Die Leute sagen, wir hätten es leicht, aber alle rufen nach uns, wenn die Barbaren vor den Toren stehen. Da kommt die erste Ramme. So, schießt auf die Ramme. Gemeinsam schafft ihr das. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Ha, sie haben das Tor nicht durchbrechen können. Sehr gut. Promptus Precessi. Sind das halt die Grundsuppe? Was hat denn das um so? Tag zum Sterben. Die stehen hier einfach nur noch dumm rum. Alles klar. Nee, jetzt nicht mal mehr. Promptus Precessi. Stopp. Irgendwie müssen die ja auch mal langsam dahinterher kommen. Sind einfach wieder stehen geblieben. Könnte mich mal jemand daran erinnern, warum ich dafür eigentlich mein Leben riskiere? Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. So, sind das meine? Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. So, schießt schon mal auf die, während hier oben wieder fleißig gekämpft wird. Ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Und die letzten beiden Infanterietrupps sind immer noch nicht da. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Nicht vergessen, das ist nicht. Lauf doch! Es ist ein Abenteuer. Signa Fere! Oben wird noch fleißig gekämpft. Warum die Infanterie allerdings hier, die Kavallerie eigentlich nicht kämpft, ist mir allerdings auch ein Rätsel. Aber sie sollte sich jetzt langsam mal auf den Weg machen. Die nächsten Barbaren sind auch schon wieder auf dem Weg. Schicken euch schon mal da auf das Katapult. Sind hier die Trommeln alle groß. Ich will nur eins wissen. Schlagen. Wo sind die Hallo. Denn? Warum gehst du da nicht drauf? Vergessen. Das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. All diese Wegfindung ist irgendwie. Wo rennt ihr denn jetzt Was ganz hin? Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Also manchmal weiß ich ja auch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dieses Spiel ist nicht ganz ausgereift. Vor allem nicht hier in den letzten Missionen. Ja, jetzt dreht ihr nämlich einfach um. Könnte mich mal jemand daran erinnern, warum ich dafür eigentlich mein Leben riskiere? Vielleicht sollten wir hier mal. Ja, ich habe gerade wieder kein Geld. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Greif doch bitte an! Nicht mir, sondern Rom. Jetzt vielleicht. Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Haben wir jetzt schon wieder ein verbuggtes. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder ein verbuggtes Fahrzeug, das nie sterben wird. Was ist denn hier eigentlich los? Warum sind denn hier blaue Punkte? Sind es aber doch gar nicht, oder? Gelegentlich Kriminalität. Ist auch nicht gut. Vielleicht schaffen es ja die Bogenschützen. Ja! Jetzt wird draufgehauen. Ich weiß ja nicht, was da wieder los war. Feind ist besiegt. Ich hoffe, es schaffen jetzt wieder alle zurück. Anzuschließen, aber es hilft. Jetzt brauchen wir wieder Geld. Ich weiß nicht, warum wir immer so wenig Geld bekommen. Exportieren doch hier Wein in Hülle und Fülle, Tonwaren, alles Mögliche. Jetzt haben wir immer so riesen Geldprobleme. Wobei, zwischendurch hatten wir gerade eben ganz viel. Aber das ist jetzt alles wieder aufgebraucht, warum auch immer.
Wir haben auch immer wieder weniger Leute. Und die jetzt auch hier schon wieder über ihre Bezahlung meckern. Wahrscheinlich, weil wir sie aufgrund unserer geringen Geldbestände nicht bezahlen können. Das ist natürlich auch was, was nicht geht. Kultur sinkt. Wohlstand stagniert. Ansehen ist gut. Das ist das Einzige, was ich immer sagen kann. Unsere Ansehen. Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Jetzt brauchen wir wieder mehr Plebejer, ja, oder was? Okay, vielleicht ist das ein Haus zu wenig. Jetzt sollten wir hier nochmal die Insula hinbauen. Sind die jetzt eigentlich alle vollkommen ausgelastet? Nein, sind sie eben nicht. Aber warum ziehen denn hier keine Leute mehr ein? Jetzt haben wir auf einmal wieder ganz schön viel Geld. Wir brauchen halt irgendwie... Aber wenn ich jetzt hier wieder ein Dumm muss, das bringt ja wieder nichts. Weil hier ziehen die Leute ja auch nicht ein. Vielleicht muss ich auch ein Haus abreißen und wieder neu bauen. Wir bauen einmal ein neues. Vielleicht ziehen da ja neue Leute ein. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich die vielleicht einfach nochmal plätten und wieder neu aufziehen. Mal schauen. Weil ich habe das Gefühl, diese Mission ist nicht völlig ausgereift. Da ist bei mir hier schon viel zu viel passiert in dieser Mission. Und wir ziehen Leute ein, so wie es aussieht. Auch direkt 40. Ja. Reißen wir euch beiden hier mal weg. Und setzen euch neu. Das wird natürlich jetzt wieder unseren Wohlstand reduzieren. Aber im Großen und Ganzen hoffentlich erfolgreich sein. Gelegentlich Kriminalität. Das ist echt nicht gut. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Ihre Kompetenz ist in Rom wohl bekannt. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. So, wir erhöhen den jetzt auch mal den Lohn um einen. Vielleicht hilft das ja. Dass weniger Leute hier klauen müssen. Also ein bisschen besser bezahlt werden. Also Kultur ist wieder akzeptabel, Wohlstand nicht. Liegt aber natürlich auch jetzt daran, dass wir diese Häuser neu gebaut haben. Und die hier sind natürlich auch überhaupt nicht so weit. Exotische Waren könnten wir mal wieder importieren gerade. Machen wir auch jetzt. Jetzt haben wir ja gerade wieder Geld. Germanische Invasoren stehen übrigens schon wieder vor der Tür. Ja, blöd, aber naja. So, du sollst bitte nur Honig lagern. Und dann importieren wir hier mal ein bisschen Honig. Teuer Geld. Jetzt sehen wir hier. 2000 hat das gekostet. Aber war auch immerhin schon direkt 10. Und dann werden wir hier einen Exotenwarenmarkt hinsetzen. Wie ist ausgebrochen? Naja, passiert. Vielleicht hätte ich doch hier nicht den... Ja, wir machen den nochmal hier weg. Ein bisschen blöd, aber was soll's. Hier passt wieder keine Insula hin, ne? Manchmal ist es auch hier verhext mit den Plätzen, aber gut. So, da passt es ja hin. Haben wir jetzt hier den Exotenwarenmarkt. Der passt hier nämlich genau hin. Und dann vielleicht auch nochmal einmal hier eine andere Geschichte importieren. Zum Beispiel ein bisschen Parfüm. Lagerhaus. Viel Parfüm. Da sind schon wieder Streitkräfte. Zack, zack. So, das heißt, wir dürfen jetzt schon wieder einen Kampf führen. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft.
So, waren das alle? Dürfte so sein, ne? So, ziehen wir erstmal alle hier rüber. Oder ziehen wir alle direkt hier hin. Schauen, ob das so klappt, wie ich mir das erhoffe. Bin ja eher skeptisch inzwischen. So, schauen wir mal einmal den Wertungsberater gerade. Wir müssen uns mehr um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Ich verstehe das halt mit den Verbrechen immer nicht. Können wir das uns hier mal irgendwo anschauen? Sicherheit bezeichnet den Prozentanteil einer Stadt, der durch Befestigung und oder unpassierbares Land geschützt ist. Sie sinkt durch eine hohe Kriminalitätsrate und ein Gebäude von Vandalieren und Feinden. Steigt, sobald Befestigung und unpassierbares Land genutzt werden, um die Gebäude der Stadt zu schützen. Aha. Sollten wir vielleicht hier gleich mal Türme draufsetzen. Das würde dann natürlich auch noch ein paar DBern Arbeitsplätze geben. Deshalb sichern wir uns hier schon mal ab in der zweiten neuen Insula. Wir können natürlich jetzt während der Attacke das nicht durchführen. Können wir uns jetzt hier wieder natürlich auf unser Tor konzentrieren. Anstatt hier einfach dran vorbeizulaufen. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft. So, einer hat schon mal geschafft, der zweite scheint hier auch durchzukommen. Ich heiße Gaius Marius und ich bin eine Ein-Mann-Armee. Oh, jetzt gibt's auch noch hier Gewitter, die Schlacht. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft. So. Sieht man ja kaum noch was. So, auf in den Kampf. So, die kommen jetzt auch noch nach. Das ist gut. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen. Sind das meine oder feindliche? Moment, warum rennt ihr denn schon wieder zurück? Das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. Aber diese Wegfindung ist echt zum Verzweifeln hier. Oben sind allerdings schon einige unserer Truppen, die hier gerade angreifen. Wir sollten sie dringend unterstützen. Waffen können wir euch liefern, kein Thema. Kulte sind jetzt noch übrig geblieben. Die müssen wir jetzt gleich abgreifen. Ich will nur eins wissen. Wo sind die denn? Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Ein Turm ist eingestürzt. Ich will nur eins wissen. Kann ich mitleben? Kann man hier eigentlich auch wenn man hier einen Präfekten hinsetzt und einen Ingenieur vor allen Dingen, würdet ihr das dann reparieren? Turm. Ich weiß nicht, meine
Streitkräfte ziehen sich schon wieder nicht zurück. Und ich bin eine Ein-Mann-Armee. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Schmerz ist nur theoretisch müssten die jetzt zurücklaufen, aber was in der Praxis dann auch getan wird, ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Kann ich hier nicht so wirklich sagen. Turm. Zack. Oh, ich hasse das mit diesem Zugang zur Straße. Dass sie nicht einfach hier durch die Stadt laufen können. Also über die Mauer laufen können. Aber gut, wir bauen mal ein paar Türme. Vielleicht hilft uns das ja bei unserer Wohlstand, bei unserer Sicherheitswertung. So. So, jetzt habe ich gleich wieder kein Geld mehr. Oder auch jetzt, um genau zu sein. Immerhin haben wir jetzt viele Arbeitsplätze geschaffen durch die Türme. Sodass wir jetzt hier wieder bei Null sind. Ansehen ist riesig, Wohlstand ist tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ist gestiegen auf jeden Fall, dadurch, dass auch sich die hier alle entwickelt haben. Die exotischen Waren. Das ist teilweise. Nur die Sicherheit, ne? Die Sicherheit, die ist nicht so schön. Vielleicht müssen wir auch einfach hier die Stadtmauern ein bisschen größer ziehen. Ich weiß es nicht, ob das was bringt, weil dann mehr Fläche abgedeckt wird. Gelegentlich Kriminalität ist halt so blöd. Warum? Ich verstehe es nicht. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Recht wird gesprochen. Ich weiß halt nicht, wie ich die Kriminalität besiegen soll. Wir können natürlich das Ganze versuchen, wieder mit den Göttern in den Griff zu bekommen. Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich Jupiter segnen werden. Ist derjenige, den wir da eigentlich am ehesten nochmal brauchen. Ich muss mal ein paar Jupiter-Schreine. Mein Bacchus ist uns hier sehr, sehr wohlgesonnen, so oft wie der uns segnet. Aber dank Jupiter verschwinden ja öfter mal dann Verbrecher von den Straßen. Und wir hoffen, dass es in diesem Fall dann auch so ist. Sind die eigentlich inzwischen ausgelastet? Ja, das hat was gebracht, dass die abgerissen und neu gebaut habe. Schauen wir nochmal in alle anderen Häuser. Da ist aber auch alles voll. Dann machen wir jetzt hier einfach nochmal einen großen. So, das wird dann hoffentlich auch bald noch abgegradet. Wohlstand bei 43 inzwischen. Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich bemerken und reich segnen werden. Merkur, könnten wir vielleicht auch noch einen machen. Ihre Kompetenz ist in Rom wohl bekannt. Festveranstaltungen sind sonst zu besänftigen. Bessert die Moral der Truppen. Einnahmen durch Verbrauchssteuern verdoppeln. Zufriedenheit. Komm, machen wir mal das. Bedrohung. Naja. Gut, ich würde aber sagen, wir sind schon wieder so weit, dass hier die Folge zu Ende ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.